Ja, willkommen und Gute auf dem Autopflege24 YouTube-Kanal. Heute wieder mit dem Timo. Zu zweit. Genau, zu zweit. Der Timo hat nämlich wunderschön Urlaub gemacht. Sehr schön. Stimmt, ne? Ja, ja, sehr. Mhm. Hat er Schottland recht? Kann ich jedem empfehlen. Genau. Übrigens, wenn ich das so sagen darf, Timo, wir haben ja quasi permanent weibliche Zuschriften von dir bekommen. Also nicht von dir, sondern wegen dir. Quasi nur. Ist das so? Ne? Habe ich dir nicht gesagt? Nee. Okay. Ja, es ist auf jeden Fall vorbei jetzt, weil der Timo hat jetzt unter diesen Gummihandschuhen einen ganz frischen Ring. Und wenn ich das so sagen darf. Unter der Haube. Genau. Das heißt, liebe Mädels, ihr braucht da eigentlich auch nicht mehr schreiben. Das heißt auch zwecklos, da kriege ich hier mit der Hausregierung Ärger. Also dementsprechend, tut mir leid. Das ist die schlechte Botschaft vorab. Aber das soll ja natürlich nicht das Thema sein heute. Fakt ist, wir haben schon lange kein Video mehr gemacht. Deshalb wird es mal wieder Zeit. Korrekt. Genau. Wir haben hier ein wunderschön rotes Auto stehen. Das rote Auto ist ein schönes Leasingfahrzeug, was heute zum Thema Mücken, Fliegen, Insektenfriedhof auf der Front. Genau. Wir zeigen euch das ja so. Wir blenden das gleich mal ein, dass ihr auch seht, dass da wirklich ein paar Mücken drauf sind, weil ich glaube, von da, ja, man sieht das, was drauf ist, aber genau. Das werden wir jetzt gleich mal ein bisschen euch einblenden. Ganz kurz noch einleitend dazu, weil dieses Fahrzeug ist nicht nur mit Insekten verseucht, sondern es hatte massiv Baumharz drauf, vor einer Woche ungefähr. Und dem Besitzer habe ich dann gesagt, fahr den bitte in die Waschanlage, weil es ist tatsächlich ein Waschanlagenauto, und habe gesagt, Hauptsache das Baumharz ist runter. Korrekt. Und das hat er gemacht. Erschreckenderweise, das, was ihr in den Einblendungen seht, was an Mücken noch drauf ist, ist das Ergebnis nach der Waschanlage. Also das Baumharz ist aber runter. Das Baumharz ist runter? Ja, genau. Aber die Mücken halt irgendwie nicht so. Man muss vielleicht dazu sagen, der hat auch keinen Lackschutz drauf, der Wagen, der hat gar nichts. Aber das soll ja heute auch ein bisschen praxisnah sein. Also nicht praxisnah für unsere Kunden, aber generell, dass man Insekten eben auch auf allen Oberflächen runterkriegen muss und eben nicht nur, weil das Auto toll gepflegt ist und es einmal leicht geht. So wäre der ideal. Ja, ideal. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Hm. Genau, wir haben ja nochmal ein ganz kurzes YouTube-Video gemacht vorhin, so ganz spontan. Das heißt vorhin, also ihr seht das ja wahrscheinlich ein, zwei Wochen später. Hast du es eigentlich gesehen? Nee, noch nicht. Hm. Okay, ihr seht, das ist alles spontan heute. Also ich habe eben ein Video gemacht und habe ganz kurz gesagt, was wir hier machen. Ah, okay. Und habe gefragt, wer möchte welches Hausmittel auf dem Fahrzeug sehen, weil es eben nicht nur Chemie gibt. Fragen machen immer Sinn, ja. Genau, ist bei Facebook total toll, die Umfrage, aber das ist egal. egal. Also es haben ein paar Leute was gesagt, deshalb, weiß nicht, ob ihr das in dem Kamerawinkel seht. Da haben wir ein paar schöne Sachen vorbereitet. Genau. Die Tageszeitung. Ich weiß gar nicht, ob die aktuell ist. Itzsteiner, Regionalzeitung von uns. Und eine schöne Flasche Sprühwasser. Sag du mal, wirst du, bevor ich mich schon dreimal verhasst bin. Also das ist Wasser mit leichtem Spüli, ein bisschen Seife drin. Also so ein bisschen was zum Anlösen. Halt. Und was hat das miteinander zu tun? Wie geht das? Ich habe da sowas noch nie gemacht. Also angeblich Zeitung nässen, drauflegen, nochmal besprühen und dann die Seife ein bisschen wirken lassen, runternehmen, wegwischen, fertig. Angeblich. Zeitungstipp. Ja, so, genau. Ja. Okay, alles klar. Dann hast du noch was Schönes? Zweites Ding, WD-40. Ist der Rostlöser oder so, ne? Oder Schraubengangbarmacher. Ist alles. Ne? WD-40, da machen ja, also Lackschutz, eigentlich das machen die auch Krankheiten, habe ich gehört. Sowieso. Hm? Ja, ne? Reifenpflege. WD-40 hilft bei allem, offensichtlich auch gegen Mücken angeblich. Wir probieren es aus. Ist tatsächlich so, ich habe das nachgelesen, darum bin ich auf WD-40 gekommen, überraschenderweise. Das steht auf der Website von WD-40. Als Mückenentferner. Ne? Also somit, wir hatten nämlich auch die Frage gehabt, ob denn die Sachen wirklich gut für den Lack sind oder ob das was kaputt macht oder sowas. Ich gehe jetzt mal von aus, wenn WD-40 auf seiner Website schreibt, geht dafür, um die zu entfernen, dann denke ich einfach mal. Steht aber auch nur auf der Website, nicht auf der Flasche. Aber egal. Wirklich hier richtig mit Anleitung an. Also okay, also WD-40 haben wir noch zum Mückenentfernen. Ja, das nächste? Was haben wir noch? Also klar, klassische Herangehensweise, logisch, ne? Was wir machen würden, wir würden jetzt hier mit einem Schaumsprüher sprühen. Genau, Snowform, einfach nur gucken, was da als Resultat dabei rauskommt. Dann haben wir natürlich noch ganz klassisch unser Hochdruckreiniger. Ja. Mit dem kann man es natürlich auch erstmal probieren, was rein erstmal über Druck und Wasser zu lösen ist. Bevor wir dann die Keule auspacken. Bevor wir dann an die Chemiekeule und unsere
dedizierten Produkte kommen. Genau, wie die professionelle Flasche übrigens. Dann sage ich in jedem Workshop immer, da ist wirklich das drin, ist richtig. Nur halt irgendwie bei uns mal ein Kanister ausgelaufen und darum haben wir es in eine alte Tuga-Flasche gefüllt. Das ist Roadtrip, ganz sicher. Und der Bugout von Capro, den wir relativ frisch im Programm haben und der heute mal zeigen kann, was er drauf hat. Jo, genau. Also wir werden jetzt gleich Step by Step mal die Sachen angehen. Ja. Da wir hier draußen filmen und wir gerade schon wieder Wind haben und viele Nebengeräusche und irgendwie alle hier die Taunusstraße wieder zu ihrer Raserstrecke machen, befürchten wir, dass der Ton nicht so gut ist. Darum mache ich quasi den Timo temporär mundtot und ich laber euch voll und wir machen wieder so ein bisschen. Ist besser? Ist besser. Das war jetzt gerade geil, ne? Moped, Bus. Genau. Fehlt noch der Traktor von hinten. Genau. Also, ja. Okay, arbeiten unter schwierigen Bedingungen. Egal, also wir hoffen, ihr habt uns jetzt hier gehört und wir machen mal einen kleinen Cut und dann geht es mit den ersten Hausmittelchen los. Genau. Der Timo hat schon mal hier Position bezogen. Und wird jetzt mal mit dem ersten Hausmittel anfangen. Das Ganze ist dann, wie gesagt, die Nummer mit dem Spüliwasser und der Zeitung. Das Ganze soll, wir haben ja auch mal ein bisschen rumgelesen, also man soll irgendwie ein bisschen Zeitung nehmen, soll das Feuer vielleicht die Oberfläche ein bisschen einsprühen, soll dann das Ganze noch schön weiter wässern. Wie gesagt, ein leichtes Spüliwasser ist da in der Sprühflasche drin. Das muss man so erstmal bappend hinkriegen. Das ist nicht so einfach, gell? Nee, ist auch mein erstes Mal. Also, hast du es nicht früher so gemacht? Nee. Also, ich dachte, das ist... Haushält. Okay. Also, top, funktioniert, perfekt. Funktioniert. Gut, jetzt gucken wir mal. Das soll jetzt ja einige Minuten wirken. Also im Prinzip haben wir doch jetzt hier quasi den Bereich hier drunter, ne, genau. Der da eingesprüht ist. Das soll ja irgendwie so sein, man weicht das ein und nachher ziehe ich die Zeitung ab. Das soll ja nicht so sein, dass die Zeitung irgendwie dann die Insekten runterzieht, oder? Ich glaube, man wischt schon noch mit dem Tuch nach. Ah, okay, alles klar. Gut, das ist ja hier, Achtung, ist nur ein Leasingwagen, der darf ab und zu mal ein bisschen was abbekommen, ist nicht so schlimm. Übrigens, da ist wirklich nur Lackschutz drunter, also das nur nochmal zur Info. Genau, ich sprühe mal ein bisschen. Ja, jetzt gucken wir einfach mal. Also das ist jetzt erstmal der erste Schritt. Wir gucken, ob das überhaupt dran pappt. Zur Not, ich mach das mal selbst. Mal gucken, ob das hier... Viel hilft viel. So eine Zeitung durchweicht, das dauert auch, ne? Ja, ja. Das ist schon wertvoll. Das weiß auch, was ich mit der Zeitung zudecken kann. Genau. So, okay, alles klar. Dann lassen wir das ein bisschen wirken und machen gleich schon mal mit dem nächsten Schritt weiter. Während die Zeitung wunderbar wirken kann, gibt es jetzt das berühmte WD-40, der Lebensretter in allen Lebenslagen. Ja, wir freuen einfach mal drauf. Keine Ahnung, also die Anleitung war nur draufsprühen. Stand natürlich da, vorsichtig an unsichtbarer Stelle testen. Das ist unsichtbar. Genau, das ist quasi die Teststelle. Man muss ja irgendwo drauf sprühen. Jetzt lassen wir das auch nochmal einen Moment wirken. Und dann stand, glaube ich, drin mit dem Schwamm oder sowas, ne? Irgendwie. Ich organisiere da mal einen. Genau, also in der Zeit lassen wir es ein bisschen wirken. Ich halte einfach mal die Kamera drauf, da können wir vielleicht einen Zeitraffer draus machen oder auch nicht. Und gucken mal, was passiert. So, der Zeitraffer ist um, der Schwamm ist da. Und jetzt tun wir das, was man halt so tut, wenn man einen Schwamm in der Hand hat. Das ist übrigens der aus dem Fuso. Das ist der Fuso-Schwamm? Das, was uns fürs Wachsauftragen zu hart ist, nehmen wir jetzt mal gegen die Insekten. Oha. Jawohl. Gut, es wird ja auch ein Insektenschwamm oftmals propagiert. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Da geht ja einiges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kleine Insektenreste. Ich meine, das ist ja schon, der ist ja schon grob, ne? Sehr grob. Puh. Okay, das klappt ja. Hier, Mit ein bisschen rubbeln. Naja. Also ich würde mal sagen. Probier doch gerade nochmal eine Sache, Timo, weil wir eh gerade so schön WD-40 in der Hand haben. Warte mal, ich klippe das hier mal runter, da hast du diesen tollen Sprüher. Sprühe nochmal aufs Pad drauf und versuch das mal mit dem angefeuchteten Pad. Das ist auch schön, dass das überall hinsprüht, wo man es nicht haben will. Also wenn ihr wisst, irgendwie die jetzt hier gerade zugucken, wie das besser geht mit WD-40, wir wissen es nicht. Also das war jetzt quasi wirklich Anleitung des Herstellers, wenn ich mich recht im Sinne. Und da tut sich, ich sehe hier was, da ist eine Mücke. Ja, da. Ja, cool. Das ist die eine. Ja, also ich glaube, das ist kein gutes Hausmittel letztes Mal. Aber okay, wir wollen ja jetzt nicht WD-40 verteufeln, aber doch. Es ist vielleicht, doch wollen wir. Nee, also.
Ich wollte sagen, doch lieber in die Scharniere. Okay, ja genau, dafür ist es eigentlich gut. Aber das hat zumindest auf dem Fahrzeug jetzt hier, wie ihr, denke ich, sehen könnt, nicht so gut funktioniert. Ich mache euch gleich nochmal einen Kameraschwenk drüber, dass ihr jetzt nochmal seht, was da noch an Sekten draufhängt. Aber nach unserem Ermessen ist das jetzt vielleicht nicht so das perfekte Mittel. So, nach dem ersten Fehlschuss, so nenne ich es jetzt mal, versuchen wir unser Glück jetzt mal mit der Zeitung. Das waren jetzt auch nochmal so, keine Ahnung, 5 bis 10 Minuten irgendwie. Also es ist noch drauf. Es ist noch drauf und wir reiben mal mit dem Schwamm nach. Aber irgendwie, naja, das ist ein bisschen mehr. Stimmt. Aber ein bisschen mehr ist auch nicht alles. Nee. Gut, die sagen ja irgendwie, glaube ich, auch, dass man das jetzt irgendwie nochmal mit einem, ich weiß nicht, mit was nachwischen soll. Ja, Tuch, Schwamm. Tuch, Schwamm. Mache ich gerade. Gut, was wir jetzt gleich nochmal testen, würde ich sagen, Timo, dass wir gleich nochmal das Ganze, sowohl die WD-40-Seite als auch die Seite mit dem Zeitungspapier, dass wir da jetzt einfach nochmal ganz normal mit dem Schwamm drüber gehen. Einfach mal gucken, was da jetzt passiert. Also Schwamm mit ein bisschen Wasser dran oder Shampoo dran. Einfach mal gucken, ob sich das jetzt durch Feuchtigkeit irgendwie löst. Das würde ich vielleicht nochmal sagen. Nachdem unsere Tests mit dem WD-40 und dem Zeitungseinweichen irgendwie nicht so hundertprozentig überzeugt haben, machen wir jetzt das Ganze einfach nochmal ein bisschen nass. Wir waschen jetzt da einfach mal drüber. Also sprich, wir haben jetzt schon, wenn man so will, einen Insektenentferner aufgetragen und waschen jetzt mal mit ein bisschen Druck mit unserem Incredi-Sponge drüber. Was würdest du sagen, wie viel Druck ist schon ein bisschen mehr gewesen, oder? Das waren 4 Kilo bestimmt, 4, 5 Kilo. Okay. Also wenn man mich fragt, ist das nicht so super. Aber wir spülen es jetzt nochmal ab und dann machen wir nochmal eine Kontrolle und gucken, wie es aussieht. Oder Timo hat sich jetzt bewaffnet mit Hochdruckreiniger. Ich gehe mal ein paar Meter zurück. Ihr seht es zwar nicht, aber ich bin jetzt gefühlt 3-4 Meter weg, weil sonst fährt er mich nachher nicht mehr. Und wir schießen jetzt einfach mal die WD-40 und eingeweichten Stellen da vorne über dem Kennzeichen. Die schießen wir jetzt nochmal ab im Hochdruckreiniger, scharfen Strahl. Immer ein bisschen Augenmaß halten, wenn ihr Lackschäden an der Front habt oder sowas, geht definitiv nicht so nah ran, weil sonst haut euch die Dinger weg oder Lack weg. Ne? Und da müsst ihr mal ein bisschen aufpassen. Und genau, also der Timo macht das jetzt einfach mal. Wir hauen jetzt hier wirklich mal die rechte Seite komplett mit Hochdruckreiniger weg. Und wir gucken mal, was nur durch den Hochdruckreiniger passiert, ob wir überhaupt irgendwie was lösen, wie viel da gelöst wird, wie viel noch Rest übrig bleiben. Das müssen wir jetzt gleich nochmal abwischen, das Ganze, und dann wissen wir da mehr. Also aktuell, ich darf jetzt auch wieder näher rangehen. Bist du soweit durch, Timo? Ja. Okay. Okay. Wobei, du kannst ja nochmal, mach du nochmal ein bisschen intensiver noch, dass man wirklich dann, ja, auch nochmal ruhig über den rechten Bereich drüber, dann haben wir den nochmal als Referenzbereich, wenn man nur Hochdruckreiniger hätte. Naja, ich dachte, da geht mehr. Das ist übel. Aber okay, also das war jetzt erstmal der Versuch. Wir trocknen das Ganze jetzt nochmal halbwegs ab, dass man da nochmal ein genaues Bild davon hat. Und dann, dann geht es schon weiter mit den nächsten Schritten. Jetzt haben wir gerade eben wunderschön mit Motogranik abgedampft, das Ganze. Habt ihr ja gesehen. Der Timo macht jetzt schon mal den nächsten Schritt, weil wir sind jetzt mit unseren Hausmitteln erstmal am Ende. Wir machen jetzt ein bisschen Snowform. Wir haben hier unseren ganz klassischen Autopflege 24 Snowform, den wir im Programm haben. Da ist nichts, das ist der neutrale übrigens, ne? Also nicht irgendein Akro-Snowform oder sonst irgendwas. Also das ist wirklich komplett pH-neutral. Während das jetzt hier einwirkt, das Ganze, blendet ihr euch nochmal ganz kurz eine Kamerafahrt ein von den WD-40-Teilen und der Zeitung. Und dass ihr auch nochmal sehen könnt, dass da wirklich immer noch reichlich Mücken dranhängen. Wir haben jetzt einmal hier nochmal die Hälfte gemacht, weil links ist es richtig übel. Also links haben wir richtig satt Zeug drauf und wir weichen jetzt hier rechts einfach noch mal ein bisschen ein. Timo sprüht dann noch mal schön nach und dann gucken wir mal, was da jetzt geht. Das haben wir jetzt noch mal mit dem Hochdruckreiniger runter und überblicken das Ganze dann noch mal, ob das irgendwie noch mal einen Nutzwert hatte oder ob das einfach verlorener Posten ist. Wie versprochen versuchen wir das Ganze noch mal einzufangen. Es ist nicht so leicht, es reflektiert halt doch ein wenig. Also man kann hier immer noch ordentlich Dreck sehen. Wenn ihr es nicht seht, ich sehe es deutlich. Also hier ist richtig schön satt noch drauf. Man spürt auch schöne Unebenheiten. Also hier ist noch ganz ordentlich. Aber unserer Erkenntnis nach
war das jetzt, bis auf hier unten, hier ist irgendwie nicht so viel passiert. Hier in der Sicke da unten ist echt aggressiv, glaube ich. Aber es ist auf jeden Fall mehr gegangen. Hier sieht man auch nochmal, das ist schwer zu zeigen, da ist noch so ein dicker Placken, der ging auch nicht weg. Also es sind noch fiese Schattierungen drin. Da kann man es jetzt hier unter dem Scheinwerfer ganz gut sehen, oben so im Halblicht. Also wir würden mal sagen, das ist schon gar nicht so schlecht. Ist jetzt halt schwierig. Wir haben gerade auch darüber diskutiert, liegt es daran, dass wir zum wiederholten Male den Hochdruckreiniger eingesetzt haben oder ist es einfach so, dass der Schaum effektiv jetzt hier was eingeweicht hat? Große Frage. Das wird jetzt schwer nachzuweisen sein, aber Fakt ist, wir haben zwei Runden mit dem Hochdruckreiniger gemacht vorher und es ist nichts passiert oder fast nichts. Warum dann auf einmal die dritte Runde jetzt doch deutlich in Erfolg bringen sollte, wäre mir jetzt zumindest schleierhaft. Also wir rechnen es mal zumindest zu großen Teilen jetzt dem Schaum und Einweichen zu. Aber so richtig toll ist halt auch trotzdem nicht. Ne? Okay. Genau. Aber gut, das war dieser Versuch. Jetzt würde ich sagen, wir packen mal die Chemiekeule aus und dann geht es schon direkt weiter. Unsere erste Anwendung der Chemie, wie schon eingangs gesagt, in dieser hochprofessionell beschrifteten Roadtrip-Flasche, ist aber wirklich da drin. Ihr seht schon eine dickflüssige Konsistenz. Das Zeug, das bappt halt richtig schön auf den Verschmutzungen. Darum ist der Roadtrip Fluch und Segen. Jeder liebt ihn, weil er halt eigentlich überhaupt nicht abläuft oder wirklich nur im Zeitlupentempo. Andere hassen ihn, weil er sich halt auch dadurch ziemlich bescheiden sprühen lässt und natürlich auch der Verbrauch massiv ist. Ja, wie viele schwören drauf, wir auch. Und ist seit Jahren einer der wenigen, wenn überhaupt, vielleicht der einzige Insektenreiniger oder Entferner, den wir im Programm hatten. Wichtig ist bei dem noch ganz nebenbei, wenn ihr das anwendet, das Zeug darf nicht auf unlackierten Teilen antrocknen, idealerweise auf dem Lack auch nicht. Aber dementsprechend ein bisschen Augenmaß halten und nicht zu lange. Hast du eine Uhr? Das muss man ein bisschen näher kommen. Vielleicht kann man das, reflektiert natürlich massiv. Ich glaube nicht. Ich sehe es selbst fast nicht. Okay, also 20 Sekunden noch. Genau, wir lassen es jetzt mal so 20 Sekunden drauf. Ist halt auch warm, ne? Wir haben halt heute bestimmt wieder 25, 26 Grad. Ich würde ja schätzen 35, aber ich bin gar Es ist weniger, tatsächlich weniger. Also sagen wir mal zwischen 25 und 30 Grad haben wir. 20 Sekunden mit Bubble. Genau, das wirkt jetzt wunderschön ein. So, wir sind jetzt schon mitten in der Nahaufnahme wieder, nachdem der Roadtrip abgedampft wurde. Das ist übrigens eine der zwei Varianten des Roadtrips. Die zweite zeigen wir gleich, also die zwei Anwendungsvarianten. Wir hoffen bei diesen schönen Reflexionen dieses top gepflegten Fahrzeugs, könnt ihr trotzdem sehen, dass da sich was getan hat. Also hier unten ist der Bereich, der eben noch ziemlich viele schwarze Punkte hatte, ist deutlich besser geworden, aber immer noch nicht perfekt. Da ist noch einer, hier ist noch einer. Das ist der Steinschlag. Ach, das ist der Steinschlag. Das ist der Steinschlag. Ah, okay, dann nehme ich das zurück. Also den Steinschlag hat der Roadtrip leider nicht entfernen können. Nichtsdestotrotz sind überall hier noch ein paar Schattierungen drin. Guck mal, das sieht hier oben. Hier hängt auch noch richtig was. Aber hier oben auch hier so ein dicker Klumpen gewesen. Und falsch, so rum. Der ist auch weg. Und ein paar Schattierungen sind noch drin. Man kann die noch, kann man nur leicht spüren. Also ich würde dem Roadtrip mal attestieren, dass er definitiv funktioniert hat. Soweit kann man schon mal sagen. Ist aber immer noch nicht perfekt. Jetzt, wenn man jetzt natürlich davon ausgeht, dass es sich hier um ein extrem schlecht gepflegtes Fahrzeug handelt und auch ein ziemlich viel gefahrenes Fahrzeug, würde ich sagen, ist das schon eine ganz gute Leistung gewesen. Wir zeigen euch jetzt mal einen Unterschied von rechts nach links, weil wir haben uns ja bisher nur im rechten Bereich bewegt. Und der linke Bereich, ihr seht es auch schön, wie es jetzt hier gleich was wird. Also an der Stelle hier haben wir eben mit dem WD-40 gearbeitet, rechts davon auf der rechten Seite mit dem Einweichen. Und jetzt kommt der bis dato noch komplett unbehandelte Bereich auf der linken Seite. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ich versuche mein Bestes. Aber das sieht ziemlich gut aus oder halt auch nicht, wie auch immer. Ja, ich werde jetzt auch noch von der Wespe attackiert, das ist auch sehr gut. Oh. Entschuldigt das Gewackel. Ja, doch, ich glaube, man kann hier schon noch ganz schön sehen, dass hier noch was zu holen ist. Also was wir jetzt hier machen, wir dampfen das ab, weil wir wollen ja realistische Bedingungen nachstellen. Wir dampfen das jetzt richtig ab. Gehen dann mal ganz kurz nochmal mit dem Waschhandschuh drüber oder Schwamm drüber, dass zumindest eine grundlegende Wäsche mit Shampoo gemacht wurde, dass wir wirklich sagen können, okay, realistische Bedingungen. Wie gesagt, der Wagen war eigentlich in der Waschanlage gewesen, aber nichtsdestotrotz, wir wollen es ja auf unsere Anwendungsprofile ein bisschen anpassen. Deshalb sehen wir uns gleich wieder mit der abgedampften und gewaschenen Frontseite
und gucken, was da noch übrig ist. Nachdem der Timo das wunderschön abgedampft und mit Shampoo gewaschen hat, wir versuchen es mal wieder. Hier sieht man es doch, denke ich, ganz gut. Hier unten sind richtig schöne, hier sind auch richtig schöne Ballermänner noch drin. Also es ist deutlich besser geworden, keine Frage. Wenn man überlegt, dass da schon eine Waschanlage dran war, da würde ich gerne mal wieder die Leute hören, die sagen, eine Waschanlagenwäsche ist genauso gut wie eine Handwäsche. Ich sage nein. Aber okay, vielleicht war auch die Waschanlage einfach schlecht. Nichtsdestotrotz ist hier immer noch ganz gut was zu holen. Und wir versuchen das Ganze jetzt mal einzufangen und werden uns mal mit den zwei Mitteln, die wir bei uns im Shop drin haben, an dem Rest hier austoben und gucken, was geht. Wie versprochen geht es jetzt hier direkt los mit den Chemiekeulen. Und das ist hier auch wörtlich zu nehmen. Also wir reden hier wirklich davon, dass hier entsprechende Reiniger zu Werke gehen. Und man sollte hier auch tunlichst auf Arbeitsschutz achten. Deshalb auch bei uns Handschuhe. Ne? Sollte es einem wert sein, das Ganze. Handschuhe ist wirklich hier das absolut Entscheidende, weil das läuft einem halt maßgeblich dann zuerst über die Hände und das Zeug ist halt echt nicht ohne, hat auch entsprechende Warnhinweise und so weiter, aber das nur nebenbei, oder das heißt nebenbei, ist natürlich wichtig. Der Timo sprüht jetzt hier mal den Bereich ein, der hier rechtsseitig vom Scheinwerfer oder aus Fahrersicht linksseitig vom Scheinwerfer ist. Das Capro darf 2 Minuten einwirken circa, auch da immer Augenmaß halten, wie warm ist die ganze Nummer, ne? Wir stehen natürlich jetzt hier schön im Schatten. Während von hinten die Sonne den Wagen anwärmt, aber die Luft hat natürlich trotzdem seine 25 bis 30 Grad. Timo hat gesagt, gefühlt über 30. Nichtsdestotrotz ist hier angesagt, Vorsicht ist besser als Nachsicht, weil wenn das Zeug festtrocknet, dann tut es euch wirklich hier ein bisschen weh. Wie ist denn das eigentlich? Ist das Bug-out sicher auf Coatings? Ja, sagen Sie. Sagt Capro tatsächlich? Sagt Capro sicher auf Versiegelung. Okay. Ja. Okay, das ist ja schon mal ein Wort. Weil tatsächlich ist so, wir haben jetzt zweimal schon die Erfahrung gemacht, dass der Roadtrip von Surf City uns Coatings angegriffen hat. Also wenn das, wir haben es jetzt Bugout tatsächlich noch nicht auf dem versiegelten Auto getestet, aber wenn Capro das sagt, dann soweit sollte man sich nicht aus dem Fenster lehnen, wenn man selbst Coatings anbietet. Also gehen wir mal davon aus, dass das stimmt. Genau. So, jetzt gleich eine Minute vorbei, ich sprühe mal den Roadtrip dazu auf die anderen Bereiche. Mhm, genau. Der Versuch. Ja, ich sag mal, 3/4 Minute. Ja, genau. Schon, ne? Genau, guck mal, das ist nicht vermischt am besten. Wichtig ist halt, dass schlussendlich hier auch einem klar ist, wir reden jetzt hier von der mechanischen Einwirkung gleich. Also das bedeutet, wir gehen jetzt hier nicht mehr hin und dampfen im Hochdruckreiniger ab. Dafür ist auch das Bugout überhaupt nicht gemacht. Ich glaube, das wird vom Hersteller überhaupt nicht angegeben. Ne? Also wir reden hier wirklich davon, jetzt mechanisch einzuwirken. Also sprich, anlösen durchs Einwirken lassen und dann, je nachdem, was euch da zur Hand ist, entweder ein Mikrofasertuch geht, mit einem Schwamm geht, also man kann es mit oder ohne Nässe machen, das ist natürlich also auch ein bisschen dem Lack, der Lackempfindlichkeit geschuldet. Ne? Also wenn ihr jetzt hier einen super, super empfindlichen Lack habt oder halt auch zu Recht Angst um euren Lack habt, dann geht halt dahin und versucht es ein bisschen vorsichtiger zu machen. Wir gehen jetzt hier ganz, ganz rabiat ran und nehmen einen Microfiber Madness Summit 800. Da wird es manchen Leuten den Magen umdrehen, die dann sagen, Gottes Willen, da mache ich doch nicht Vogeldreck oder Insekten mit weg. 10 Sekunden. 10 Sekunden haben wir noch? Ja. Okay. 5, jetzt geht's los. Countdown läuft. Genau, also jetzt dürfen wir das Ganze wegmachen. Wir gucken mal, was los ist. Durchaus ein bisschen Druck ausüben. Ja, da gibt es noch ein bisschen Reste. Vielleicht ist das Tuch zu dick. Also es sieht ganz gut aus, finde ich, aber mal punktuell probieren. Ja, so 2-3 Stück, so üble sind noch da. Ne? Ich greife die mal ins Bild rein. Also hier sieht man noch einen schönen Ballermann und da. Aber sonst sieht es für mich schon mal relativ sauber aus. Wir machen da gleich nochmal einen Test und sprühen mal wirklich punktuell drauf und gehen dann mal wirklich aktiv mit dem Tuch ran. Das ist jetzt die Surf City Roadtrip Seite. Auch da muss natürlich ein bisschen ran gegangen werden. Da muss man halt wieder aufpassen. Ihr seht es ja unten drunter, ist ja der in Kunststoff eingefasste Scheinwerfer oder beziehungsweise hier der Nebelscheinwerfer. Da sollte man dann nachher schon mal mit irgendwas Nassem dran gehen, um das Ganze nachzuspülen, weil wenn es da in der Ritze hängt und festtrocknet, dann habt ihr halt dann wirklich irgendwann irgendwelche Läufer drin, wo es wird weiß. Das ist dann halt auch mal nicht so geil. So. Was ich nochmal machen würde jetzt an der Stelle, Timo, probier doch mal bitte den Bugout zu nehmen und sprüh den wirklich mal auf eine Stelle drauf. Also hier haben wir noch wirklich schön noch so ein paar
ein paar Stellen. Und dann nimm mal vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ich hätte jetzt mal gesagt, Finger ins Tuch rein, dass man noch ein bisschen mehr Punktlast hat. Und dann wirklich explizit damit mal, ohne jetzt Riesendruck zu machen, aber schon mit einem moderaten Druck, dann einfach mal drüber zu gehen und zu gucken, was da passiert. Ja. Also bei dem einen hat es schon mal funktioniert, wenn ich das richtig sehe. Ah, der zweite ist, vielleicht ist es auch schon eingebrannt, das weiß man ja nicht. Das ist so. Aber, hm? Moderater Druck dahinter und schon funktioniert hier was. Also man kann damit schon ganz gut was reisen, würde ich sagen. Das ist, finde ich jetzt zumindest schon mal mehr als respektabel, was das Ding macht. Wir waschen jetzt gleich noch mal kurz drüber, dass da wirklich die letzte Brühe weg ist, beziehungsweise probieren wir noch mal ein, zwei Mal, noch ein paar Stellen. Und wir können nochmal auf die WD-40. Ah, stimmt, wir können ja noch mal, ich gehe da mal rüber, warte mal, ich versuche das hier mal. Wo das WD-40 so gnadenlos genau erfolgreich war. Da, die WD-40-Seite, die ist bestimmt schön. Hätten wir es in erster Instanz noch mal einwirken lassen müssen, aber so viel geht das tatsächlich auch nicht mehr, gell? Oh, ich finde, da kommt schon mal was. Ja? Wenn du überlegst, dass ich bei dem WD-40 auch mit dem Schwamm ach so, relativ stimmt, ja, hast recht. Dran gewesen bin. Ja, mal, das sind die zwei letzten Stellen, die ich auch noch hier sehe, genau. Und wenn wir da dann punktuell rangehen, das ist eigentlich genau wahrscheinlich so ein bisschen auch die Stärke von den Insektenlösern, dass man zusammen mit ein bisschen ja, mit ein bisschen mechanischer Einwirkung einfach die ganze Geschichte dann doch besser loskriegt. Also das ist dann schon eindeutig. Ja, das sieht man, das geht ja ratzfatz. Ja, okay. Also da läuft das schon. Der ist halt auch übel an der Mitte, aber auch da rundum die Kleinen sind alle weg. Der geht auch weg. Was würdest du sagen vom Druck her, aber schon moderat? Oder ist es schon so, dass du sagst, da ballerst du jetzt schon richtig drauf? Ich hätte noch Kraft gehabt. Okay. Ja, also ich würde mal sagen, das kann schon was. Wir spülen jetzt noch mal kurz ab, dass da wirklich die letzten Reste aus den Ritzen rauskommen. Und dann können wir mal vielleicht ein kleines Fazit ziehen. Ja, wir haben jetzt eigentlich überall alles Mögliche probiert. Also wir sind punktuell nachher draufgegangen mit dem CarPro Bugout. Wir haben den Surf City Road Trip draufgesprüht, abgedampft, auch manuell behandelt. Hier seht ihr übrigens mal ganz nebenbei so schön die Schattierungen hier oben, falls sie sichtbar sind. Ich versuche das einfach noch mal. Das sind tatsächlich jetzt spiegelglatte Stellen. Ja, das ist schwierig einzufangen, wir haben ganz tolle Wolken am Himmel. Spiegelglatte Stellen, da ist überhaupt nichts mehr drauf, aber es ist halt so krass eingebrannt, dass ihr einfach jetzt polieren müsst, um das Ganze runterzukriegen. Ansonsten, denke ich mal, haben unsere Reiniger schon ganz gute Arbeit geleistet. Es sind noch ein paar Stellen da, keine Frage. Ein paar Stellen sind auch Steinschläge. Auch das ist leider eine Erkenntnis. Aber nichtsdestotrotz ist das hier wirklich schon mal eine ziemlich gut saubere Front. Ja, wir ziehen jetzt gleich noch ein Fazit. Wir sind übrigens hier auch noch mal mit dem Insektenreiniger dran. Ne? Da. Vorher. Ah, stimmt. Genau, ja. Spülen, genau. Richtig. Das sollte man. Waren wir jetzt auch noch mal mit dem richtigen Insektenreiniger. Genau, das sollte man vielleicht erwähnen, weil die Stellen sind halt, wie gesagt, vorher nicht sauber gegangen. Ja, okay. Wir sind beim Fazit tatsächlich. Ja. Wir haben jetzt ja unseren Opel hier massiv beschossen mit allem, was wir da hatten und ziehen jetzt für euch nochmal ein kleines Fazit zu den angewendeten Produkten. Erzähl mal, Timo, was sagst du? Zeitung? Dahin, wo Zeitung hingehört? Auf dem Boden? Wohnzimmertisch, Küchentisch oder Klo, wie ich sagte. Oder Klo. Da, wo man Zeitung halt liest, Spüli Wasser kommt zum dreckigen Geschirr, klar, nicht auf den Lack. Und WD-40 beseitigt quietschen, aber keine Mücken. Das anscheinend stimmt wohl, ne? Richtig. Also, ich habe keine Ahnung. Ich will ja WD-40 nicht schlecht machen, weil wir haben das ja extra hier, weil es echt ein sinnvolles Produkt ist, ne? Fürs Quietschen, Dinge zu lösen und so weiter, was zu schmieren, was kannst du machen. Locker verrostete Teile, genau. Löst festsitzende Mechanik. Ne? Also, es funktioniert immer. Ich glaube, jeder, der zuguckt, hat wahrscheinlich WD-40 im Schrank. Aber keine Ahnung. Also, wie kommt der Hersteller darauf zu sagen, mit der Anleitung auf der Website, so mache ich meine Sicht vom Auto. Ich kapiere es nicht. Warum? Wie sagt man, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja, also würde ich hier vielleicht eher Sinn machen. Aber okay, liebe Firma WD-40, wir finden euch trotzdem klasse, auch wenn ihr für uns nicht so gut die Insekten löst.
Vielleicht funktioniert es ja, wenn sie frisch sind. Ne? Das aber kann dann sein. Funktioniert halt auch der Hochdruckreiniger und dann schmier ich mir halt kein Öl aufs Auto. Genau. Also von daher, richtig. Weil der ganze Rotz, der muss ja auch wieder runter. Ne? Das ist das Problem. Also ich meine, wenn ich da Fett, Butter, WD-40 drauf schmiere, genau. Muss ja auch das wieder weg. Das wäre das Zweite. Das hat mir ausgespart, weil wir gesagt haben, wir machen das nicht, weil es steht wirklich im Internet in ganz vielen Foren drin, mit Margarine oder Butter einschmieren. Ja. Nee. Also hier, ne, so hier, wie am Frühstückstisch, Brötchen hingelegt und dann schön das Buttermesser und dann nimmst du hier schön einen Schwung Butter raus und dann, ich weiß nicht, wie man sich das vorstellt, ich nehme ein Applikator-Pad und gebe die Butter. Auch geil eigentlich, ja. Also wie beim Wachs. Nee, also irgendwie, das widerstrebt uns dann wirklich, also sowas probieren wir gerne mal aus. Das sind ja durchaus bekannte Hausmittel, aber mit Butter auf dem Lack und so, ey, nee. Ja. Keine Ahnung, also da weigern wir uns dann doch. Der Hochdruckreiniger hat hier an der Stelle relativ, ich sag jetzt mal nicht versagt, aber auf diesen 12, 14 Tage alten Mücken, die doch deutlich in der Sonne auch eingebrannt sind, war mit dem Hochdruckreiniger alleine nicht viel zu holen. Also wir sind 2, 3 Durchgänge gefahren, näher dran, als man eigentlich vielleicht sollte. Da ging nicht so viel. Ne? Erstaunlich, ne? Wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, da ist schon eine Waschanlage drüber. Ne? Das ist halt mit Bürsten oder so. Was weiß ich, war da selbst zum Glück noch nie drin, kann ich versprechen. Aber das ist jetzt keine Premium-Waschanlage mit super weichen Lappen oder so, sondern... Aber immerhin eine zum Durchfahren, also genau. Keine Portalanlage, stimmt, da ja. geht schon das Auto komplett durch, aber so ist es. Ne? Aber die hat nicht viel gekriegt, genau. Haben wir die nächste Variante noch mit Snowfoam gemacht? Genau, richtig, mit Druckspur. Da ging dann doch durchaus sichtbar was, ja. Klar, man weiß jetzt nicht, ob es dann auch der dritte Durchgang mit Hochdruckreiniger war, der zum Schluss nochmal mehr beseitigt hat, aber es war schon ein deutlicher Unterschied zwischen dem zweiten Durchgang Hochdruckreiniger und nach dem Snowfoam mit Hochdruckreiniger runtergewischt. Ich fand das schon krass. Also gehen wir mal davon aus, dass es wirklich am Snowfoam lag oder zumindest dem große Teile zuzurechnen sind, dann war es deutlich sichtbar, finde ich. Ja. Also wirklich deutlich. Nur einschäumen, wirken lassen. Ne? Und das ist das, was wir übrigens auch immer wieder propagieren, ne? Wenn Kunden uns anrufen und sagen, wie viel reinigt denn der Snowfoam? Für uns ist es so, der Snowfoam, das war ja unser pH-neutraler, ne? Der pH-neutrale Snowfoam, der hat keine aktive Reinigungsleistung in irgendeiner Weise. Ja? Und der soll nur das tun, was er hier auch getan hat, offensichtlich einweichen, dass es richtig schön einfach satt mit Schaum bedeckt ist, dadurch wirken kann, feuerfrei, Hochdruckreiniger und weg damit. Und das hat er ziemlich gut gemacht, wenn auch nicht perfekt. Aber ne, für mich sogar überraschend, also ich hätte gar nicht damit gerechnet, ja. dass da überhaupt war schon echt okay. Ne? Genau, das waren so die erste Einstiegsmethode in den klassischen Autopflegebereich, wenn man so will. Klar, wir haben hier drüben haben wir drüber gewaschen und vorher Rotogranniger gemacht. So realistisch muss man das ja auch machen, weil schlussendlich wird das keine andere von euch anders machen. Also wird ja keiner hingehen und sagen, ich nehme jetzt hier so einen Insektenentferner und fange an drauf zu schmieren, obwohl das Auto noch komplett dreckig ist. Das macht ja keiner. Also sprich, Wäsche haben wir gemacht, hat definitiv was runtergeholt. Richtig, etwas mehr als beim Zeitungspapier und WD-40. Ja, schon ein bisschen mehr, aber für uns halt auch absolut nicht ausreichend. Ja. Genau. So, deswegen haben wir dann unsere beiden speziellen Insektenreiniger genommen, den Roadtrip und das Bugout von Capro. Werden zwar etwas unterschiedlich angewendet, ja, der Roadtrip klassischerweise aufgesprüht, wirken lassen, runter gedampft. Stimmt, ja. Genau. Wobei, muss ich kurz unterbrechen, also der Hersteller sagt eigentlich zwei Methoden, beziehungsweise fällt mir gerade so ein, wir haben es quasi die Aufsprühmethode und Abdampfmethode favorisiert, weil, Office Self City guckt nicht zu, die haben glaube ich mal ein Video bei YouTube gehabt, da fahren die quasi aufs Treffen und auf dem Treffen, oh du hast ja Insekten auf dem Auto, Hilfe, Hilfe, wie schlimm, muss ja sauber sein. Und dann gehen die, nachdem sie aufs Treffen gefahren sind, mit dem Ding hin, sprühen das ein und reiben das ab. Und dann hat sich mir dann ein bisschen der Magen umgedreht, wo ich gedacht habe, nee, ne, darum haben wir die Variante mit dem Aufsprühen und Abdampfen, das noch favorisiert. Beim Bugout eher einsprühen, wirken lassen, seine entsprechende Zeit bis zu 2 Minuten auf weniger empfindlichen Oberflächen und dann mechanisch runterreiben. Ja, die beiden Methoden haben echt gut funktioniert, das muss man schon sagen. Klar, mechanische Einwirkung, irgendwie muss es halt runter. Ne? Das sind ja, kann man eigentlich auch nicht deutlicher sagen, die Produkte, die braucht derjenige, der hier Probleme hat. Ja, also wenn ihr jetzt einen tollen Lackschutz habt, Dampfstrahl drüber, ihr geht mit der Handwäsche drüber und es ist quasi keine Mücke mehr da, da braucht das eigentlich keiner. Ne? Aber wenn man halt die Situation hat, dass der ganze Mist einfach so aggressiv draufhängt, was will ich tun? Ja? Entweder lebe ich damit und dann kommt nämlich das, was hier drüben vor allem passiert ist. Ne? Wir haben hier drüben noch ganz massive Verätzungen im Lack, die wir wirklich nur noch rauspolieren können. Ne? Oder man muss halt zu diesen Mitteln greifen und dann ist es echt geil, sowas zu haben. Also, das auch nochmal dazu gesagt, ne? Die Zeit, die Insekten hier eingewirkt haben und in den letzten 10 Tagen war es sonnig genug, hat dazu geführt, dass wir die Front eigentlich komplett polieren müssten, weil
die Schattierungen drin sind, der Lack ist glatt, aber die Schattierungen sind trotzdem drin. Also bitte nicht so lange warten, idealerweise früher waschen gehen, früher abdampfen. Macht Sinn. Macht Sinn. Genau. Ja, also wir hoffen, das war ein kleiner Überblick mit einer kleinen, wie sagt man, Exkursion ins Tierreich. Ja. In dem Fall Exkursion in den Haushaltsbereich. Heinz Zimmermann hätte seinen Spaß gehabt. Stimmt, genau, Heinz Zimmermann war es. Oh Gott, was, wie lange ist es her? ich glaube, man hat durchaus Unterschiede sehen können. Mag sein, dass bei manchen Leuten, bei frischen Insekten, diese Varianten mit WD-40, mit Butter wegen mir, mit Zeitungspapier und. Bettlagen haben wir noch, ne? Ja, Bettlagen. Geil, wie so. Immer schön komplett über die Motorhaube gelegt, so holst du kurz mal aus dem Haus, gehst zur Freundin oder Frau, sagst hier. Jetzt brauchen wir unser Bettler. Genau, ich muss Insekten einweichen. Ja, keine Ahnung. Also wer auf so einen Scheiß kommt, keine Ahnung. Egal. Ja, also das war jetzt auch nicht unsere Variante, aber bei wem sowas funktioniert mit frischen Insekten, der soll es halt machen. Ne, aber wir haben, denke ich, hier relativ deutlich gezeigt, dass die Geschichte eben auf hartnäckigen Geschichten nicht funktioniert. Ja. Ansonsten war es das von unserer Seite. Ja. Dann können wir sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Und wir haben noch was zu vermelden. Stimmt. Wir haben noch was zu vermelden. Wir sind nämlich bei der 1000 angekommen. Schon 1000? Seit ein, zwei Wochen, glaube ich. 1000 Follower. 1000 Follower. Wir können jetzt richtig Geld machen. Abonnenten heißt ja bei YouTube korrekterweise. Ja. Wir haben jetzt über 1000 Abonnenten und wir können jetzt richtig Kohle machen. Weil ab 1000 kann man eben diese Monetarisierung anschalten. Richtig. Da kriegen wir dann... Weißt du das, wie es funktioniert? Kriegen wir Kohle, weil jemand guckt? Oder? Ich glaube, du hast dann, ich glaube, ab 1000 besteht die Möglichkeit, dass man vor deinen Videos Werbung schaltet. Ah, dann kommst okay. du natürlich in die schwarze Zahl. Genau, okay. Also das heißt, zukünftig nur YouTube-Videos, wir verkaufen quasi nichts mehr. Gibt es Duschgel-Werbung vorher. Genau, zum Beispiel. Oder WD-40-Werbung, oder Spiegel-Werbung. Oder Zeitung. Wenn sie geschickt werden, würden sie es tun. Ja, genau, richtig. Ja, weiß ich. Okay, also auf jeden Fall vielen Dank dafür, finde ich total geil, weil 1000 ist schon, für uns ist cool, weil wir ja wirklich nur sporadisch Videos machen. Wir haben keine Überflutung irgendwie, wo wir euch jede Woche zufeuern mit 10.000 Videos und darum finde ich es ziemlich cool. Wir hatten natürlich schon ein paar vorher angesammelt für unseren uralten Kanal, aber in letzter Zeit ist es krass gewachsen, also geile Nummer, weiter so machen, also dementsprechend Abo klicken und natürlich Like und wenn ihr Fragen habt, selbstverständlich gerne Fragen. Ansonsten, wenn ihr Fragen zu den Produkten habt, die wir verkaufen, anrufen, schreiben. Kommentare drunter. Genau. Und wir helfen natürlich gerne weiter und beantworten alles, was wir beantworten können. Oder holen uns Rat von jemandem, der es besser weiß. Soll es ja auch geben. Wer soll das sein? Heinz Zimmer. Zum Beispiel. Genau. Egal. Also, danke euch fürs Zugucken und für heute sind wir raus. Genau. Bis demnächst.